Recht herzlich willkommen zur 160. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir hier das Müllproblem gelöst oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Doch, wir haben doch schon letztes Mal auch geguckt, ob das gelöst war. Ne? Genau, das haben wir schon reingeschaut. Und was mir noch einfiel, wir wollten hier die Brücke des Jahr abreißen, aber was noch viel wichtiger ist, wir haben noch hier eine Verordnung mit Rauchmeldern. Die nehmen wir mal raus, weil wenn man da drauf guckt, das kostet uns Geld. Und dann wollen wir hoffen, dass, wenn uns das kein Geld mehr kostet, unser Stadtsäckel mal anfängt, wieder ein bisschen was einzunehmen. Ne? So, und jetzt nehmen wir noch die Dingens weg. Warte mal, jetzt müssen wir hier den Bagger rausholen. So, da darf keiner mehr drauf fahren. Das bedeutet, wir nehmen jetzt das Stück Straße weg. Und das ist auch eine Auffahrt. Nehmen wir das Stück Straße weg. Dann darf niemand mehr von da kommen. Nehmen wir also die Straße weg. Können wir jetzt hier abreißen. Und da genauso. So, das weg. 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 So. Jetzt geht die Straße WECH weg. Achso, das war jetzt hier noch so eine teure Brücke. Und dann da auch wieder weg. Das weg. Das weg. Und das alles weg. Da kommt auch keiner mehr. Und kann da lang fahren. Fährt der eigentlich lang? Okay, dann nehmen wir hier noch die Straße weg. Gut. So. Den Bauabschnitt auch noch weg. Na, sehe ich den Wagen noch wieder oder? Kriege ich nicht mehr. Ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr. Er ist zu schnell gefahren. Oder irgendwo abgebogen, wo ich es nicht gesehen habe. Ah, hier kann man auch abfahren. Kommen auch nicht mehr. Das weg, das weg. Und der kann auch noch weg. So, jetzt haben wir das teure Stück auch weg. Und siehe da, mit dem Rauchmelder und jetzt dieses teure Fahrtprojekt, nehmen wir jetzt plus ein. 25,8. Miese, 25,8 Millionen. Und wir machen jetzt ein leichtes Plus. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Das sieht alles gut aus, aber ich habe irgendwo noch so ein bisschen die Vermutung, dass das hier noch nicht erledigt ist. Und ich glaube, wir können hier auch noch ein paar Brücken wegnehmen. Das ist definitiv zu viel. Warte mal. Nee, ich wollte hier oben diesen Straßenverkehr. Da sieht man das am besten, ne? So. Die Straße muss schon mal bleiben, weil da Leute dran sind. Aber die Brücke kann weg. Wir brauchen nur dieses Stück, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist hier nämlich auch sehr teuer im Unterhalt wahrscheinlich dann, ne? Jetzt fahren die natürlich da lang. So, der weg. Dann dreht er um. Fährt wieder zurück. Der andere da hinten auch. Alles ist gut. So, eine Kreuzung weniger. So. Irgendwo hier so zentral rein, würde ich sagen, ne? Hier. Und die Straße kann doch schon mal weg. Genau, das macht keinen Sinn, weil da keiner ist. So, dann würde ich sagen, kann das da eigentlich auch so sein, oder? Da braucht auch keiner mehr rein, die können da lang fahren. Okay, der dreht jetzt um. Der muss auch noch umdrehen. Der wollte da auch noch lang. Gut, weg.
dementsprechend so diese. Ah, da kommt jetzt gerade einer. Da auch. Nehmen wir auch weg. Das Stück Straße muss bleiben, weil die da noch hin müssen. Aber hier oben muss keiner gerade lang fahren, oder? Nö. Das kann also bis dahin auch weg. Hier muss einer lang fahren, hier muss keiner lang fahren. Da muss einer lang fahren. So sieht es doch schon besser aus, oder? Hier muss einer lang fahren. Ist die Frage, eine Straße rein oder zwei Straßen rein? Warte mal, wenn da die Brücke braucht kein Mensch dann. Und dann nehmen wir die noch weg oder die? Ne, ich glaube, diese nehmen wir dann noch weg. Die kann auch gleich weg. Da ist nämlich auch keiner dran, ne? Wir müssen das mit dem Verkehr ein bisschen mehr besser hier steuern. Das war zu viel kreuz und quer. Die muss sein, die muss sein. Da fahren sie rein, da fahren sie rein. Ja, lasse da rüberfahren und da auch rüberfahren. Die Straße muss sein. Diese muss zum Beispiel auch gar nicht sein, oder? Weg. Der ist weg. Alles ist gut. Die Straße muss da so sein. Dieses muss aber nicht sein. Das spart uns auch wieder Geld. So. Nach hier hinten haben wir das auch. Wo fährt der jetzt lang? Der fährt da rein. Gut. Das kann also weg. Und die teure Brücke hier, die kann auch weg. Weg. Das muss sein, das muss sein. Das muss auch sein. Das braucht nicht sein. Da muss sein, da muss nicht sein. Da muss sein. Die muss nicht sein. Und die muss auch nicht sein. Die liegen alle da dran. Hier kann auch weg, genauso wie das weg kann. Ach so, da ist noch da, aber das kann trotzdem weg. So, die kommen von da. So, jetzt die Frage, zwei Brücken dahin oder eine? Wahrscheinlich wird auch eine reichen, ne? Hier unten traut sich schon was, da müssen wir gleich nochmal nach den Schildern gucken. Ich glaube, eine wird auch reichen. Nimm die weg. Das muss dann bleiben. Gut, okay. Dann gucken wir mal nochmal hier rein. Wieso? Achso, weil er beraten ist. Genau, Kreuzung. So. Die kriegen eine Stoppstraße. Die nicht. Die können jetzt durchfahren. Das wird eine Stoppstraße und das braucht keine mehr sein. Die können durchfahren. Da lang, ist klar. Da ist es schon passend. Da ist passend, da ist auch passend. Was war denn das gerade? Ein Donner oder so? Oder ist irgendwo was in meiner Stadt explodiert? Okay, wir sind hier bei 12.000 plus. Das ist super. Und wir brauchen Kommerz noch. Der Kommerz möchte kommen. Dann müssen wir dem Kommerz noch was anbieten. Hier noch was. Da, da. Hier vorne können wir noch Großes machen, oder? Geht das anders? Kann dann erstmal bleiben oder reißt der ab jetzt? Gut. Grüne können wir hier noch hinpflanzen. So, passt schon mal. Haben wir noch was dabei gemacht, ne? Da
Das ist auch okay. So, grün haben wir genug. Nochmal in die blauen. Das ist schon okay. Hier kann man noch eine Lücke schließen. Aber blau möchte noch mehr haben. Gut. Da sind noch ein paar blaue und hier können wir das auch noch machen. Da ist wohl was, oder wie? Blau möchte aber immer noch zuziehen. Passt. So, jetzt ist Blau auch zufrieden. Okay, wo waren wir stehen geblieben mit dem normalen Betrieb? Hinten beim Dingens, ne? Müllabfuhr. So, guck mal, da hinten ist einer, der blinkt nicht mehr. Das bedeutet, wir klicken den mal an, indem wir das so machen. Können wir ausschalten. Dahin braucht dann keiner mehr reinfahren. Der ist auch leer. Der war auch leer, ne? Ja. Der muss entleert werden. Wird er auch. Und der ist auch. Gut, nochmal hier rein. Die anderen werden entleert. Und die sind schon leer und werden abgebaut. Okay. Hier vorne. Fährt noch alles, oder? Schon tendenziell zu überlegen, ob man diese hier nicht einstellt, anstellt und dann da hinten die wegmacht. Ich habe da hinten ja gerade einen abgeschaltet, ne? Dann können wir hier eigentlich den wieder einschalten, dass der funktioniert. Ja, ist erstmal gut so, denke ich. Die fahren gerade auch alle los hier. Läuft noch. Und hier müssen wir das abbauen. Nur die Frage, ob wir es ganz abbauen, ne? Ja, muss man nochmal genau überlegen, ob man das macht. Ja. Ich hatte auch Kommentare, ich komme jetzt gar nicht drauf, wie der Kollege hieß. Zimmler oder Zimmer oder so ähnlich. Zimmler, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht leider auswendig. Tut mir leid, schulde ich mich für, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Ganz viele Tipps waren dabei. Leider konnte ich die Tipps alle nicht machen, aus dem Grunde, da wir keine finanziellen Mittel haben. Und wenn wir diese Millionen weg haben, dann kann ich erst wieder was bauen. Und da müssen wir leider erst hin, bevor es weitergeht. Und ja, ich bin schon am Überlegen, ob wir nicht mal hier noch eine Stufe die ganze Zeit schneller laufen lassen, weil wir jetzt ja auch Plus machen. Jetzt ist es ja auch gut, dass wir vielleicht Geld machen können. So, es soll noch Wohnraum geschaffen werden. Jetzt die Frage, ob das jetzt hier richtig ist, weil wir letztens schon mal drüber gesprochen haben, ne? Dass wir nicht alles zusiedeln. Wegen zu hohem Verkehrsaufkommen dann. Aber das sind ja alles kleine Einfamilienhäuser. Das geht, glaube ich. Oh, die flitzen jetzt da lang, ne? So, machen wir mal. Die wollen immer noch dazukommen. Ne, das möchte ich nicht mehr blau machen. Grün machen. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, hier war das Verkehrsaufkommen auch gar nicht so schlimm, ne? So, das war eine Sackgasse, das war okay. Hier können wir noch ein bisschen zubauen. Das hier auch besser. Also Wohnflächen für Einheimische ist jetzt gut gegeben, denke ich. Und das machen wir blau mal. Das auch.
Mach das wieder weg. Kreuzungsbereich lassen wir für blau. Gut. Mach die mal ruhig auch da an. Leicht blau ist auch gerade gefragt. Das heißt, wir pflanzen das mal hier auch ruhig hin. Gut. Passt schon, ne? So, grün ist weg, blau ist weg, alles ist gut. Ja, Industrie war noch gefragt, meinte der Kollege dann. Aus den Kommentaren, ja. Ich habe aber überhaupt gar kein grünes, kein Blinken, nix. Das heißt, wir haben eigentlich genug Industriefläche. Die können definitiv wachsen. Das machen ist eine andere Frage. Jetzt sind wir hier bei 54.000, das ist schon eine coole Zahl. Und das Grüne ist immer noch da, ne? So, jetzt haben wir das auch zugepflastert wieder hier. Hier lassen wir mal für blau, ne? Oder? Ja. Ist aber auch gerade nicht gefragt, das Blaue. Gut. Dann sind wir erstmal so weit, dass das wieder einigermaßen läuft. Da ist blau gefragt, jetzt machen wir den auch noch blau. Hier sieht da, es sind ne, keine Industrieflächen frei, aber irgendwo müssen welche frei sein. Keine Ahnung, wo dann. Hier welche bei? Nö. Hm, vielleicht ist gelb ja doch gefragt. Hier sieht es aus, als ob auch alles bebaut ist. Okay. Ja, der grüne Balken, der orange oder gelbe Balken, der ist auch tatsächlich nicht ausgenutzt, ne? Da haben wir geguckt, da haben wir geguckt. Hier ist noch was, das wollen wir aber weglassen, glaube. Okay. Ah, da schaue ich ab. Das gerade gesehen. Es ist tatsächlich der grüne Balken, der gelbe Balken gerade auch gekommen. So. So. Da ist auch noch ein Punkt, der geht, ne? Haben wir zugemacht. Hier kommt noch was hin. Und blau, die waren auch gerade da. Große grüne Häuser. Da zum Beispiel. Und das ist dann schon so viel. Gut, grün ist auch weg. Und wir haben 20.000 plus. Das ist schon mal eine Nummer, oder? Ich mache auch Stufe 3 jetzt, damit wir das irgendwie hier mal weniger kriegen jetzt. Gut, aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es dann erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.